Okay, ich fange einfach schon mal an. Hallöchen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Minecraft-Stream. Und dann auch später aufs YouTube-Channels. Ja. Und ich habe ein bisschen an meiner Stimme gepegelt, also an meiner Lautstärke, dass man mich jetzt auch besser hören kann. Ja, und bei mir seht ihr gerade nur meine Pause, mein Pausenmenü, nicht wundern. Nein. Ich muss gerade noch Malibus Chat pop-outen. Pop-outen? Nennt man das nicht so? Stimmt. Bestimmt. Ah, herrlich. So. Wir brauchen das immer. Spiel fortsetzen. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich muss was fressen. Ich habe mir gedacht, wir müssten eigentlich einfach mal losziehen und ein paar Schäfchen suchen. Ja. Weil... Das erzählen wir schon die ganze Zeit. Ja, dann sollten wir das jetzt einfach mal tun. Okay, warte, ich habe hier noch Kohle, die würde ich gerne mal hier mit rein knüppeln. Falscher Knopf. So, da rein knüppeln. Oh. Toll, ein paar Melonen gegessen, schon bin ich hier. Packen wir mal so 10 ein. Schon ist vorbei, sagst du? Was vorbei? Ich sag ein paar Mal und schon ist vorbei, sagst du? Stimmt, ich hatte auch schon dreimal Garn. Ja. Und da, es ist Nacht. Es ist Nacht. Wollen wir denn nicht lieber auf morgen warten? Ja, aber. Ja, wir können loslegen. Ja. Also mir ist egal. Naja, wir können es hier ein bisschen beschwarzen, dachte ich. Bis es Tag wird. Oh, Enderman. Ich gehe in die andere Richtung. Lelele. Du hast mich gar nicht gesehen. Ich dachte, wir gehen mal hier längs. Irgendwie. Okay. Oh, Loch. Da hinten ist einer mit einem... Oh. Oh, ich hab... Für ein Skelett. Ich bin tot. Oh, das ist schlecht. Was ist das? Ah, Skelett tot. Ich bleib hier mal stehen und pass auf deine Sachen auf. Ja. Da kannst du sie gleich selber alle einsammeln. Okay, sie sind auch gut verteilt vor meinen Füßen. Da unten, da, bis ganz runter. Ich habe einen Spidey gesehen. Oh, hallo Spidey. Mach sie bloß weg. Wir brauchen einmal Garn noch, dann können wir einmal Wolle machen. Oh, es ist eine Hexe unten, aber die ist im Wasser. Wir gehen ja nicht Richtung Wasser. Also Hexen sind echt üble Sachen. Sehr dunkel hier. Wie geht's? Ich steck fest. Also es ist voll wenig los hier. Sehr dunkel. Da ist ein Schaf. Aber hier liegt noch eine Axt. Dann ich nehme mal mit. Das ist bestimmt meine. Sie eingepackt. Warte. Ich wollte. Was wolltest du? Das mitnehmen und dich anleihen, dass wir mehrere Schafe züchten können. Ach so, ja, dafür müssen wir doch erstmal ein Gehege bauen. Nee, wenn wir ein Seil haben, können wir sie mit dem Seil erstmal mitnehmen und am Haus festmachen. Ach so. Hande, Baby! Mach's nicht tot. Nein, ich mach das nicht. Wow, da ist wieder so ein... Oh, spieß was. Enderman, mach das mal bitte. Danke. Gott. Oh, ganz viel Bambus, der hier runterfällt oder Rohrzucker. Zombie? Man kann doch bestimmt dem Tier... du kannst sie füttern. Was? Guck mal. Oh, wie süß. Jetzt sind sie meine Freunde. Ich kann es trotzdem nicht an die Leine nehmen. Na, egal. Guck mal, ich habe hier ein Schwert. Hallo. Lässt du das? Böser Mensch, du. Mal kurz auf mich aufpassen. Ich will einmal einen Tick heller machen in der Einstellung. Okay, ich passe auf dich auf. Grafik? Ich füttere kurz keine Tiere. Helligkeit. Hey, das ist ein Creeper, aber der ist weit weg. Mach mal auf 60, vielleicht langt das schon. Nee, auf 70 vielleicht. Ich sehe hier super. Tschüss, Panda, Papa, Familie. Nein, nicht Ersteller. Grafik. 70. Sieht man ein bisschen mehr, auch in der Aufnahme noch.
Also ich würde gerne gucken, ob wir demnächst irgendwie ein Boot bauen können. Ein Boot? Wir brauchen erstmal Betten. Mein Kunster. Ja. Aber ein Boot brauchen wir doch bestimmt ein Holz. Das kann sein. Ich habe vorhin sogar schon so gedacht, am besten einfach einen Tunnel durch den Berg graben, dass man auf der anderen Seite ankommt, ohne über alles drüber zu kraxeln. Ja, also bei dir unten habe ich gerade ein Skelett gesehen. Okay. Der ist dann da in eine Höhle reingegangen oder so. Ja, hier ist auch, so ein so tiefer Spalt. Ah, hier ist ein Enderman. Zwei. Oh. Hier sind Melonen, glaube ich. Ich schaffe immer noch nicht. Ich gehe mal andersrum hoch. Wie jetzt? Du wolltest nicht explodieren. Du warst doch dicht dran. Ja, manchmal ist es ganz geil mit dem Enderman, mit den Creepern, ne? Nein, nein. Hau. Nein, ich bin auch gestorben. Shit. Ich weiß doch tatsächlich echt nicht mehr, hallo Pandas, wie man Leben zurückbekommt. Ich weiß es echt nicht mehr. Also es regeneriert sich ein bisschen, wenn du was gegessen hast. Ja, ein bisschen, aber halt nur. Ne? Es kommt wahrscheinlich darauf an, was du isst. Na. Shit, da hinten ist ein Skelett. Also, wenn hier Minecraft-Junkies zuschauen, ne? Bitte einmal drunter schreiben. Skelett ist auch hier? Nein, okay. Wie wir das machen können? Was wir falsch machen? Hm? Genau, das wäre super nice. So, ich habe nochmal eine Spinne erledigt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. Weil ich habe ein bisschen was gesammelt. Ich will nicht sterben. Ja. Und wir sind einfach noch nicht geil ausgerüstet. Ja, das ist richtig, aber wir müssen, also. Ja, man merkt's. Halt so. Also, wenn man unterwegs ist, man kriegt natürlich viel mehr Sachen, weil man Leute tötet und so. Ja. Da will ich auch gar nicht. Das will ich auch gar nicht leugnen. Ich weiß, mein letztes Problem war, ich habe gesagt, ich will uns hier einen geraden Boden bauen, aber ich weiß nicht, wie man diese Rasendinger macht. Das weiß ich auch gerade nicht. Und ich überlege, ob man die einfach sammelt, wenn man eine Schaufel baut. Das würde ich jetzt gleich gerne mal ausprobieren. Das könnte sein. Möglich ist das. Ja, möglich ist alles, ne? Ja. So. Alter, ich bin so weit oben. Mir folgt ein Zombie bis auf den Berg, ne? Ich will jetzt nicht zu deinem. Ach, das ist anderes Fleisch. Ey, das hat jetzt aber gedauert, bis ich das geschnallt habe. Meine Fresse. Huah. So, einmal Wolle haben wir. Ich weiß nicht, was brauchen wir pro Bett? Zwei Wollen. Und sie müssen die gleiche Farbe haben. Wir haben übrigens einmal schwarze und einmal weiße Wolle. Also wäre es pfiffig, wenn wir noch... Okay, ich mach einmal, wenn du noch einmal Wolle mitbringst, falls du noch unterwegs bist, dann könnten wir zweimal Wolle machen. Ich mach jetzt einmal weiß oder ich mach schwarz. Okay. Ja. Dann nehme ich ein schwarzes Bett, du ein weißes. Ja, wie auch immer, genau. Ja. Oh Gott, mir wird immer schlecht, wenn ich so einen Berg hier runterkraxel, ne? Oh Gott, wird mir schlecht. So, herstellbar. Material, Wolle. Guck mal, wir können nur weiße Wolle machen. Hä? Wie? Ach so, mit den Fäden. Ja. Aber du kannst, wenn du willst, die weiße Wolle halt färben. Ja. Aber ich brauche viermal. Also du musst noch zweimal Wolle mitbringen am besten. Ja. Okay. Drei pro Bett, ne? Dreimal. Meine Güte, ich kann ja heute nicht rechnen. Was ist los mit mir? Dreimal Garn wäre gut. Also Fäden von Spinnen. Mann! Ja, Spinnen finde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr so viele. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Die kommen immer nur. Aber es wäre ja schon mal gut, wenn wir ein Bett haben. Das ist richtig, ja. Weil er speichert ja auch so. Oh, ne? Okay. Ich habe gerade mal gehört, was passiert, wenn man einen Papagei tötet. Man kriegt eine Feder.
Hier ist ein Hühnchen. Bring gleich mit, haben wir was zu essen. So, Bett. Weißes Bett, dafür brauche ich Tropenholz dreimal. Habe ich etwa kein Tropenholz mehr? Gibt's ja gar nicht. Doch, habe ich doch da. Was soll denn der Mist? Alter, hier ist echt... Das Wasser, warum kein Schaf in Sicht? Wir brauchen dreimal Wolle für ein Bett. Dreimal. Meine Güte, ich habe erst zweimal. Ich weiß nicht, heute ist nicht mein Tag. Ich habe auch noch einiges an Garn. Aber hier müssen doch irgendwo Schafis sein. Da ist ein Schaf. Wie komme ich da jetzt heile runter? Das ist nicht heile. Hallo Schaf, es tut mir leid. Hier sind zwei Schafe. Na, mega. Da schon einer, guck. So. Ich habe übrigens einen Pfeil. Wir müssten uns vielleicht mal einen Bogen machen, damit wir die anderen Penner anhitten können. Okay. Schaufel wollte ich bauen, so war das. So, Schaufel, ich brauche erstmal nur Holzschaufel, ist 6x Stöcke und so. Eine Schaufel. Eine Schaufel, da. Was? Du hast eine Schaufel? Hä? Nee. Habe ich eben verstanden. Hallo, Schaf, habe ich gesagt. Ist ähnlich. Ja. Nee, ich krieg nur Erde. Okay, und wenn ich jetzt die Erde wieder hier hinpack? Hier ist ein Schwein. Ey, mach schnell einen Zaun drumrum. Ich töte es einfach. Oder so. Dann haben wir erstmal was zu essen. So, Erde. Was ist, wenn ich die jetzt hier hinlege? Shit. Da haben wir kein Gras. Oder wächst das Gras erst? Ich weiß es nicht. Wirklich. Frag mal Google. Komm. Ich packe jetzt aber erstmal Erde hier hin. Ja, mach das. Da muss ich lang. Oh, wir haben keine Karte. Echt, das macht mich fertig. Stimmt. Wir wollten auch einen Kartentisch bauen. Kannst du mal bitte recherchieren, wie man Papier macht? Mhm. Weil wenn wir Papier hätten, wäre das viel einfacher. Da hast du wahr, glaube ich. Ich glaube, ich gehe hier richtig und komme gleich bei dir an. Was hast du für eine Position? Also eigentlich 358, 82, 140. 58, okay. Dann gehe ich in die richtige Richtung. Kann sich noch bestunden haben. Mach keine Hektik. Über den Berg gekratzelt und hoffe, dass ich jetzt gerade den richtigen Weg zurückgehe. Sieht irgendwie halt alles gleich aus. Wir warten jetzt mal irgendwie ein, zwei Nächte ab, ob hier Gras entsteht, wenn ich einfach Erde... Ich meine, wenn man Erde auf den Boden packt, kommt jetzt... Oh, ist ein Jaguar oder sowas. Greift der mich eigentlich an? Oh Gott, ist das hier hoch. Hier bin ich falsch. 58. 358, ne? 358, ja. Und dann 82 ungefähr. 82? Ich bin bei 128. Ich bin nie wieder zurück. Hallo, Evil Chicken. Geh mal runter ans Wasser. Wenn ich am Wasser entlang gehe,
müssen wir, muss ich ja irgendwann richtig sein. Soweit die Theorie. Na? Ah, okay. Ich habe mich gerade gewundert, dass das Huhn mir gefolgt ist, aber ich hatte Samen in der Hand. Ah. Körpermasse 58. Ich habe mich richtig verfranst hier, ne? Wow! Oh, danke schön. Alter, ich bin zu Hause! Oh mein Gott! Bin ich gut. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Hätte ich nicht geschafft, dachte ich, dass ich schaffe. Das war jetzt aber leicht. Ich habe jetzt gedacht, die Wildkatze macht mich weg. Hast gemacht? Hast du sie angegriffen? Nein, ich habe sie gestreichelt. Hi. Hola. Was ist denn hier dabei? Warte, ich baue schnell einen Zaun. Ich gehe erstmal hier mit dem rein. Ja. Kann ich es hier drin erstmal losmachen, wenn es dann durch die Tür passt. Komm, du schaffst das. Gegenstände. Irgendwo, da ist bestimmt. Wir können Fichten, Eichen, Zaun, Birke, Akazie. Mir würde erstmal nur ein Pfosten reichen. Also mit einem Stück Zaun, dann kann ich das Schaf erstmal daran festbinden. Ja. Vielleicht gehe ich dann auch mal in die Richtung und hole ein zweites. Haben wir denn noch Eichenholz, ist die Frage. Ah nee, da, Tropenholz. Machen wir Tropenholz. Hallo, Bananami 2. Schön, dass du da bist. Moinsen. Ich muss gerade erstmal so viele A's und N's. Ich muss erstmal gerade mich ordnen, was ich da lese. Gott. So, ich habe... zwar noch kein Tor, aber ich habe 6 Zaunstücke. Gut, dann gehe ich erstmal hier rein mit dem Schaf. Weiß ja nicht, was du machen wolltest, aber... Hüpft das da raus? Das nee. Nee, das kann nur über eine Höhe hüpfen. Eine Höhe. Dann können wir hier jetzt einen Zaun machen und dann ist es erstmal... Ja. Kommst du da wieder raus? Ja. Nö. So. Nee, aber das macht ja nichts. Ich kann mir ja zum Glück helfen. Ich kann ja auch nochmal einen Tor machen. Ja. Ich brauche halt nur Tropenholz. Zack. So, wir sollten da jetzt nicht reinfallen, sonst kommen wir nicht wieder raus. Okay. Ach, das war schön. Also ich habe nur Erde dabei. Stöcker, ich brauche Stöcker. Und einmal weiße Wolle und Fäden. So, Tropenbaum Zauntor. Zack. I got it. Stöckerste wieder rein. Hey, wir haben so viel Bambus, ich weiß gar nicht, was wir damit anfangen können. Du kannst die Pandas füttern. Toll, oder? Das ist eine Idee. Ne? Guck mal, Schaf, kriegst du schon mal eine Blume. Bitteschön. Bananami 2 oder 2. Weißt du, wie man aus der Erde, kennst du dich mit Minecraft aus, hier Rasen hinmacht? Da, da. Oh, das war knapp. Da, da, da. Das heißt, können da jetzt Viecher von oben reinfallen und das Schaf tot machen?
Wir hoffen das einfach mal nicht. Du warst gerade... Bleib mal stehen. Oh. So bei mir, so. Ew, das ist ja eklig. Du warst in mir, könnte man sagen. Bei dir ist alles grün. Mm, yummy.